Und wenn ich gefragt werde, wer der größte Held der Wiedervereinigung sei, Bush, Kohl, Gorbatschow oder sonst jemand, dann sage ich in Anerkennung unserer gewissen Verdienste, dass die größten Helden das deutsche Volk und das russische Volk waren. Sehr berührende Worte von Gorbatschow, und du, Bela, hast ihn dir heute auch mitgebracht als das Thema des Tages. Ja, 10 Jahre war es damals her, dass die Mauer gefallen war. Besondere Würdigung von Michail Gorbatschow da vor dem Deutschen Bundestag, damals schon im Reichstag hier in Berlin. Was mich aber viel mehr bewegt hat, war gestern, als die Nachricht kam, ein Blick da auf Twitter, und da war das Einzige, was kam, dieser Werbespot, den wir da sehen, über Pizza Hut. Also alles war 20.000, 30.000 Tweets gab es über Pizza Hut und Michail Gorbatschow. Das war nicht nur ein Gag, sondern es war auch eine politische Botschaft, die zugleich tausendfach mittransportiert wurde. Dieser Mann, so hieß es da, hat nicht nur sein Reich ruiniert, das Sowjetreich, sondern sich dann an den Westen verkauft, inklusive dieses Pizza Hut-Videos. Also das war, hat mich sehr überrascht, fand ich sehr ungerecht, weil es eine historische Größe war und ist, die wir haben mit Michail Gorbatschow. Und der wird in keiner Weise dem gerecht, was er für Deutschland geleistet hat und für die Welt. Denn ohne Gorbatschow hätte es nie diese Öffnung gegeben in der Sowjetunion, also Perestroika, hätte es auch kein Glasnost gegeben. Ohne Gorbatschow hätte es, wir haben es gesehen, Ronald Reagans mutige Ansprache nur gegeben als Spruch. Hier in Berlin vor 35 Jahren, Mr. Gorbatschow, open this gate, und es wäre nichts daraus gefolgt. Und ohne Gorbatschow hätte es, ich nehme an, sicher in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 irgendwann dann doch den Schießbefehl gegeben, als nämlich Tausende von mutigen Bürgern dann eine indirekte Aufforderung wahrgenommen haben und dann eben die Grenzen gestürmt haben. Ja, und auch das muss man sagen, auch Gorbatschow hatte seine dunklen Seiten. Es war nämlich kaum ein Jahr, da war er im Amt, da passierte Tschernobyl, ein Reaktorblock explodierte, die Sowjets haben damals alles unter den Teppich gekehrt. Die Ukraine damals gehörte ja noch zum Sowjetreich und haben uns hier im Dunkeln gelassen, was die wahren Auswirkungen angeht. Tausende von Menschen starben dort an diesen radioaktiven Verseuchungen. Auch dafür war er verantwortlich. Er hat aber daraus die Konsequenz gezogen und gesagt, Glasnost, ich gehe jetzt offen damit um. Und viel wichtiger ist, was er geschaffen hat. Ohne Gorbatschow und ohne seinen Mut, ohne seinen Willen, hätte es keine deutsche Einheit gegeben. Und dafür schulden wir ihm für immer Dank. Bela, neben dem Applaus. Kann ich nur sagen, ja. Da gibt es nichts weiter zu sagen. Es gibt natürlich jetzt noch zu debattieren, wie jetzt das Begräbnis aussehen wird von Herrn Gorbatschow. Und da ist jetzt natürlich die Frage, der CDU-Chef Friedrich Merz hat ja schon gefordert, dass alle Staatschefs dahin reisen werden. Ist das in der aktuellen Lage überhaupt möglich? Wie wäre so ein Begräbnis vor dem Ukraine-Krieg gewesen und wie wird es jetzt sein? Naja, das ist erstmal ja die Frage des Ausrichters, wenn man so nennen kann. Und wenn es ein Staatsbegräbnis wird, dann würde natürlich der russische Staat und in diesem Fall der russische Präsident darüber entscheiden. Das Interessante ist ja, in Russland selbst, nicht nur bei Putin, war Gorbatschow ja nicht unumstritten, ganz im Gegenteil. Viele Menschen werfen ihm bis heute vor, dass er das Sowjetreich zerstört hat durch seine Art und durch sein irgendwann dann Nichthandeln. Das wird nicht von allen als Kämpfer für die Demokratie wahrgenommen, sondern eben in Russland auch von vielen anders gesehen. Aber gleichzeitig hat er immer bis zuletzt für einen Dialog geworben mit Russland, auch unter Putin. Also, obwohl Putin und er sicherlich, man kann sagen, verfeindet waren, hat auch Gorbatschow bis zuletzt gesagt, gebt das Reden miteinander nicht auf. Also die Uridee der Diplomatie, die von Hans-Dietrich Genscher, Gott hab ihn selig, immer so verkörpert wurde, egal wie die Zeiten waren, ob es ein kalter Krieg war oder sonst was. Also muss man sehen, wie die Entscheidung wird. Sollte es ein solches Staatsbegräbnis geben, dann geht die Einladung natürlich an das Staatsoberhaupt, denke ich, oder an den Regierungschef. Und da muss man sich darauf einlassen. Und natürlich wäre es angemessen, wenn Deutschland der Hochrangigste repräsentiert würde und der Bundespräsident und der Bundeskanzler dahin fahren würden. Klar. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es möglich sein wird?
Das kann ich nicht voraussehen. In den russischen Medien war ja der Tod von Gorbatschow, den russischen Medien wirklich nur eine 10-sekündige Ansage, dass Herr Gorbatschow tot ist. Wert. Keine Doku, keine lange Rede, wirklich einfach nur, dass er gestorben ist. Dementsprechend ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass es ein großes Staatsbegräbnis wird mit Staatschefs aus der ganzen Welt. Wie gesagt, das ist möglich. Er war da kein Held. Das muss man einfach so sehen, auch in den meisten, beim Großteil der Bevölkerung nicht. Hier ist er auch uns natürlich im Begriff, bei jüngeren Menschen noch nicht so, wird seiner Rolle nicht gerecht. Und vielleicht ist aber auch eine Gelegenheit zu sagen, der russischen Staat, dass wir gucken mal, wer kommt in einer solchen Phase dann auch. Herr Freisdorf, würde denn die FDP-Spitze, also würden Sie den Vorschlag unterstützen von Herrn Merz, dass Sie hinreisen sollten? Ich glaube, man muss tatsächlich erst einmal schauen, ob das Begräbnis von Michail Gorbatschow für Putin ein solches Ereignis überhaupt werden wird. Ich glaube nicht, dass es zu seiner Agenda passt. Gorbatschow steht für Werte, die Putin nicht teilt, für ein offenes Russland, für ein Russland der Öffnung auch zum Westen hin. Das ist ja genau die Gegenbewegung, die Putin jetzt macht. Und warum sollte er in dieser Situation, in der sich jetzt gerade befindet, in einem Krieg, der nicht läuft, ja, wo er in einer sehr vagen Situation sich befindet, warum sollte er da jemanden groß ehren, der genau für die entgegengesetzten Werte steht? Damit würde sich sicherlich eine Flanke aufmachen. Und ich glaube, dass wir hier auch grundsätzlich gucken müssen, wenn so eine Einladung kommt, wie wir das auch im europäischen Kontext handhaben, wie wir das mit unseren Partnern zusammen machen. Ich glaube, dass es keine Zeit für Alleingänge ist. Hier muss man dann sich gemeinsam auch im europäischen Rahmen abstimmen. Wünscht man sich nicht manchmal als Bürger auch Politiker, die auch mal nach dem Herzen entscheiden? Also wenn ich jetzt an einen Herrn Genscher beispielsweise denke, muss man nicht mal überlegen, ob man es dann machen sollte, ohne vielleicht alle europäischen Partner erstmal zu fragen? Ja, Politik ist ja doch immer ein bisschen mehr als nur das Herz. Es ist halt auch Verstand und es hat halt auch viele Zusammenhänge, die ich beachten muss. Und wir befinden uns gerade in einer großen Krise. Und wir haben auch mit Russland gemeinsam eine große Krise. Und da kann man nicht Business as usual machen. Ich glaube, wäre das vor 2 Jahren passiert, es hätte ein Staatsbegräbnis gegeben, hätte sich gar keiner gefragt, ob man dahin fährt. Da wäre selbstverständlich gewesen. Aber wir können den Tod auch nicht da aus dem Kontext reißen und auch eine solche Veranstaltung nicht. Und ich finde es von Friedrich Merz auch nicht angebracht, ehrlich gesagt, dieses Thema zu nutzen, um politische Spielchen zu treiben. Denn das ist gefährlich. Das macht keinen Sinn. Wo ist dein politisches Spielchen? Wir haben ja gerade zum Beispiel auch von Bela Anderger, steht ja noch gar nicht fest, in welchem Rahmen auch das Staatsbegräbnis stattfinden wird. Also wenn Friedrich Merz jetzt heute sagt, die sollten hinreisen, ist ja kein politisches Spiel. Es hat ja noch niemand abgesagt. Ja, es ist schon natürlich ein Aufbau von einer Druckkulisse. Ja, das ist Erwartungen zu äußern. Natürlich erwarte ich, dass die Bundesregierung dorthin reist. Damit baue ich ja schon etwas auf, ne? Und probiere eine Erzählung auch aufzubauen vielleicht. Die in diesem Fall aus meiner Sicht nicht angemessen ist. Ich finde, das ist eine Form des Respekts. Unser Land ist eine Einheit und das verdanken wir vor allen Dingen diesem Mann. Wenn dieser Mann den Schießbefehl gegeben hat, wären viele Menschen gestorben, das wäre nie dazu gekommen. All das, was wir heute sind, eine Nation, ein Land, verdanken wir diesem Mann und es ist eine Form des Respekts. Klar, wenn Putin das dort nicht machen sollte, vielleicht überrascht er uns, aber macht sowas. Dann sollte unsere politische Spitze und besonders Herr Scholz, der gerade in so einer Krise ist, wahrscheinlich schon wieder vergessen hat, sollte sich vielleicht überlegen, das vielleicht zu nutzen. Und wenn er das nicht macht, dann sollte er sich vor das Kanzleramt stellen und vielleicht die Fahne hissen oder zumindest senken, dass man diesem Mann dankt, öffentlich dankt für das, was er gemacht hat. Denn nochmal, wir alle, da waren wir noch klein, wir beide waren da noch klein, sind nicht so, ja, da sollten wir dankbar sein, dass wir heute drin sind. Übrigens, mal nur davon abgesehen, mal ganz nebenbei. Meine Kinder sind zur Hälfte polnisch. Ich hätte diese Kinder gar nicht, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre. Und deshalb finde ich, dass dieser Respekt ihm gegenüber sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß, politische Spielchen sind ja normal. Es geht ja immer nur um Politik. Aber Menschlichkeit ist das Oberste. Denn ich will euch das nur noch mal in Erinnerung rufen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, aber soll man in einer Situation, in der russische Truppen Kriegsverbrechen in der Ukraine begehen, ein Staatsbegräbnis beiwohnen, wo ich neben russischen Soldaten deutsche Regierungsmitglieder stehen? Naja, sind das die Bilder, die wir erzeugen wollen? Wir werden das muss man doch aber wahrscheinlich einen G20-Gipfel haben in wenigen Wochen in Indonesien. Da kommen die 20 wirtschaftsstärksten Nationen dieser Welt. Und der russische Präsident hat angekündigt, ich fahre dahin. Ja, das ist ja kein, russisches Staatsbegräbnis. Ja, mit militärischen Ehren und Pomp. Der G20-Gipfel ist dann besser neben Putin. Quasi die Einheit zu verdanken haben, dem zeigen wir die kalte Schulter oder sagen, da müssen wir uns erstmal im europäischen Raum abstimmen. Alleine das Bild von ihm, aber Pizza hat, das so stehen zu lassen, finde ich gut.
wenn ich meinen Sohn heute frage, weiß er nicht, wer ist, zeigt mir schon wieder, wie die Geschichte auch in den Schulen teilweise vermittelt wird. Das fehlt, ja? Aber Sie können es ja Ihrem Sohn beibringen. Das habe ich auch. Na, sicherlich genau. Weiß er ja. Ganz er genau, weiß, dass er, ist. Er weiß, warum er heute diese Freiheit hat, die andere in anderen Ländern nicht mehr hatte. Die verdanken wir ihm. Punkt. Das ist sehr gut so. Und sehr wichtig. Ehrenbürger der Herr Stadt Berlin auch. Wie haben Sie denn die Wiedervereinigung in Deutschland erlebt und auch Herr Gorbatschow die Rolle selbst? Ja, ich meine noch zu wissen, dass wir damals zu der Zeit sogar in Berlin waren mit der Mannschaft und wir dann selber noch an der Mauer waren und Steine rausgeschlagen haben. Das weiß ich noch. Habe ich ganz noch im Gedächtnis. Und wenn es nicht passiert wäre, dann hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Und sie ist aus Ost-Berlin und wir sind verheiratet, wir haben eine Tochter. Und ich kann nur meinen Hut davor ziehen, was die damaligen Herren, Herr Gorbatschow und Herr Kohl gemacht haben. Und das finde ich einfach klasse und bin froh, dass das damals absolut passiert ist. Also, Sie schließen sich also dem Appell an von Bela Ander, dass ja, ich habe da immer Probleme mit. Es wird immer alles tot geredet, es wird immer alles kaputt geredet. Man kann doch einfach mal das Herz entscheiden lassen und die Gefühle entscheiden lassen. Das ist natürlich schwer für viele, die Politik treiben, ja? Die auch aus meiner Sicht, mit denen ich zu tun habe, realitätsfern sind. Und das beschäftigt mich seit vielen Jahren. Ein Satz vorhin noch. Meine Mutter hat mich vor 2 Wochen angerufen und sagt, Uli, weißt du, ich habe es mal durchgerechnet. Ich habe jetzt schon 100 Euro weniger im Monat. Da laufen mir die Tränen, da sind mir zu Hause die Tränen gelaufen. Diese Menschen werden vergessen. Unsere Kinder werden vergessen. Und wir haben nur immer irgendwelche Ideen. Fahren wir dahin, haben wir das, haben wir das. Die Probleme haben wir hier. Hier haben wir die Probleme. Und das ist für mich etwas, wo ich wirklich ein riesiges Problem mit habe.